Hallo Rümer, meine Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Sorry, da hat es mich gerade ein bisschen übermannt. Beide haben es geschafft, Soki. Nicht wundern, ich habe beim letzten Part gesagt, neue Stimme für Trigavalo, ne? Weil die alte geht echt ätzend auf den Kiefer und auf den Hals. Der Gipfel des Hohen Hügels ist schon in Reichweite. Jetzt müssen wir besonders vorsichtig sein. Okay, Alter. Oha. Ist aber auch cool in Szene gesetzt, Alter. Seht ihr keinen Teddy? Ich wusste es. Quach, 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 quach. Wie schnell einem doch die Lust aufs Streiten vergeht. Und quach, quach, quach. Wenn man erst einmal gefürchtet ist, hab ich recht. Oh, vielleicht doch Teddy? Ja, aber hast du nichts zu sagen? Tja, dann eben nicht. Quack, quack, quack. Verzeih bitte, Somniam, aber wann werden die Einfallspinsel wohl hier eintreffen, um die Geisel zu befreien? Quack, 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 quack. Mitten in der Nacht vielleicht? Wenn wir dir Hand vor Augen nicht sehen können? Quack, quack. Es ist gar nicht so abwegig. Sie haben sich beim letzten Mal auch die Dunkelheit zunutze gemacht, um zu fliehen. Doch dieses Mal ist alles anders. Nicht einmal Doki wird uns wohl ernsthaft... Er wird wohl ernsthaft damit rechnen, dass... dieser Trick nochmal funktioniert. Dennoch, ich wusste es. Muss sogar ich zugeben, dass dein geballter Schlag gegen die Skelabra okay. Damals schon ein genialer Schachzug war. Du hast mich echt beeindruckt, glaub mir. Erspare mir dein Gerede. Von jemandem wie dir will ich kein Lob. Wie dem auch sei. Doki, wirst du niemals in deinen schmierigen Finger kriegen. Niemals, hörst du? Niemals! Quack, 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 quack. Du nimmst den Mund aber ganz schön voll. Du hast wohl immer noch nicht geschnallt, dass es nicht gerade gut für dich aussieht. Du bist unsere Geisel und dein Schicksal liegt in unserer Hand. Quack, quack, quack. In der Tat bin ich euer Gefangener. Aber Doki ist ein anderes Kaliber. An Doki werdet ihr euch die Zähne ausbeißen, ihr werdet schon sehen. Ah, da bin ich ja mal gespannt. Das werden wir alles erfahren, wenn Doki hier eintrifft. Dieses Mal wird mir dieser kleine Tunichtgut nicht entkommen. Doki wird sicher versuchen, einen Überraschungsangriff gegen uns zu starten. Ich würde einfach reinplatzen, wüsste. Das Gefecht wird sich vielleicht in die Länge ziehen, aber dennoch müssen wir standhaft bleiben und immer auf der Hut sein. Jawohl, quack, 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 quack. Vielleicht hätte ich mir Belebersamen noch mitnehmen sollen. Später dann. Wow. Nachdem ein wenig Zeit verstrichen war. Hey, Toxicroak. Verflixt und zugenäht. Ich gehe hier noch vor Langeweile und kreuze ihn endlich mal auf. Ich verliere bald die Geduld. Ihr Feiglinge werdet Doki niemals in eure Gewalt bringen. Jetzt halt endlich deine vorlaute Klappe. Immer dieselbe Leier, ich kann dich nicht mehr hören, kapiert? Du bist jetzt schön brav und hältst deine Kauleiste geschlossen, klar? Quack, quack, quack. Zack. Nanu? Oh, was war das? Gerade, ich glaube, das Geräusch kam von dort hinten. Ich werde mal nachsehen gehen. Quack, 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 quack. Nanu, bloß ein blöder Stein, der runtergerollt ist, wie? Mensch, hat der mir vielleicht einen Schrecken eingejagt? Quack, quack, quack. 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 Easy. Gut. Fürs Erste konnte ich mich also bis hierher einschleichen. Ich werde dich retten, Teddy. Was ist das denn? Ein Frisma? Du bist... da bist du uns ja schön in die Falle getappt. Es ist wirklich kein Vergnügen, sich vermöbeln zu lassen. Quark, quark, quark. Du hattest echt keinen Plan, oder? Ich habe die Stimme von Teddy auf diesem Frisma aufgezeichnet und es dann hier abgelegt. Gib auf. Du hast nicht den Hauch einer Chance. Letztes Mal hast du dich nach einem Angriff auf unser Skelabra im Schutz der Dunkelheit aus dem Staub gemacht. Was ist ein Skelabra? Ist das ein Pokémon? Ich weiß es nicht. Doch jetzt ist helllichter Tag und die Sonne scheint. Deine Trickserie... ich glaube, das sind diese Lampen, ne? Diese Lampen-Pokémon? Ich weiß es nicht. Okay.
Deine Tricksereien kannst du dir diesmal also getrost sparen. Doki, diesmal geht dir nämlich, geht es dir nämlich an den Kragen. Uns entwischst du nicht. Warte mal. Hätte Doki nicht mit Begleitung von Trickgefahr sein sollen? Das stimmt allerdings. Kein Spur von ihm. Wo er steckt? Über uns, ja. Schaut doch dort oben. Quack. Sturzflug! Lasersturzflug! Piu, piu! Jo. Und ich stehe da einfach nur so chillig rum eben. So, okay, mich trifft das schon nicht mit den Lasern. Hat einen guten Aim, der Boy. Perfekt. Nun ist der Weg frei. Oh nein. Los, lasst Doki auf keinen Fall entkommen. Worauf wartet ihr? Verdammt. Brutalanda! Oh nee. Warum muss Brutalanda böse sein? Ich meine Brutalanda. Brutalanda ist ein tolles Pokémon. Ein richtig koralles Pokémon. Auf dem Weg zu den Hohlhügeln hat der Trigefalo mir verraten, dass diese Gesteinsformation von einem dichten Netz aus Höhlen durchzogen und ja, dass all diese Höhlen über Gänge miteinander verbunden sind. Ja, die musste ich bis eben noch auf jenem Vorsprung aufgehalten haben. Also müsste ich auf Teddy stoßen, wenn ich etwa nur diesem Weg hier folge. Ja, wen haben wir denn da? Wenn das nicht mal Teddy ist. Doki? Doki, bist du es wirklich? Teddy, ist ja gefesselt. Danke, endlich kann ich mich wieder bewegen. Lass uns schnell von hier verschwinden. Er verflixt, es ist eine Sackgasse. Einfach nur boah. Vier? Waren es nicht mal zwei? Haha, Trickgefahr, du trägst jetzt wieder. Alles klar. Das kann er nicht lange, ne? Warum hat er sich nicht im Brutalanda verwandelt? Warum wird ein Trickgefahr, Alu? Und dann so ein Dragoran. Ui, der Move, Alter. Sick. Okay, das kann man erwartet. Ja, ich denke, wir wollen speichern. Nein, wir wollen noch nicht speichern. Was mache ich denn? Da drüben ist eine Klippe. Dort können wir notlanden. Hier finden sie uns wohl nicht so schnell. Du siehst ziemlich erschöpft aus. Alles in Ordnung? Du wurdest schließlich angegriffen. Danke, mir geht's gut. Das ist nur ein Kratzer. Ich erhole mich bestimmt ganz schnell. Ich muss mich hier nur kurz ausruhen. Tut mir leid, dass du und das ausgerechnet jetzt, wo uns unsere Häscher auf die Fersen sind. Häscher? Weiß nicht. Ich steckte schließlich in der Klemme und musste gerettet werden. Also sollte ich mich bei dir entschuldigen und nicht dich bei mir. Ich muss mich bei euch beiden entschuldigen. Es tut mir leid, dass ihr euch meinetwegen in dieser Gefahr aussetzen musstet. Aber vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt, Teddy. Ach was, das war noch ein Klacks. wie dem auch sei, wirklich toll, wie ihr Somniums Falle durchschaut habt. Ihr raffinierter Trick mit dem Frisma. Nun ja, wir waren eben sehr vorsichtig. Und die Warnung von Doki hat den Ausschlag gegeben. Die Warnung von Doki? Ja. Nun ja, naja, also, ne, wir waren gerade auf dem halben Weg durch die Hohlhügel. Da lag dieses Frisma. Als ich das Frisma sah, da wurde es mir klar. Teddy befindet sich also tatsächlich in ihrer Gewalt. Es war also absolut die richtige Entscheidung, herzukommen, Doki. Teddy hat diese Nachricht also heimlich aufgezeichnet. Und das Frisma geistesgegenwärtig hier abgelegt, damit wir darauf stoßen. Allerdings, dieses Frisma, nur wenn man es aus der Nähe betrachtet, Prismen sind kostbare Kleinode. Okay. Die man nur selten findet. Als ich es zum ersten Mal sah, dachte ich, es müsste zweifelsfrei Teddy gehören.
Ich dachte, Somniam und ihre Schergen hätten es dir abgenommen und deine Stimme damit aufgezeichnet. Und dann haben sie es dorthin gelegt. Aber bei genauerer Betrachtung, es hat eine leicht andere Form als dein Frisma, Teddy. Sprich, dieses Frisma musste Somniam und den anderen gehören. Frismen mögen zwar selten sein, aber dass Somniam und die anderen auch welche haben, war nicht auszuschließen. Diese Möglichkeit musste ich folglich in Erwägung ziehen. Und da hat Doki zu mir gesagt, dass Somniam und Co. uns womöglich eine Falle mit den Frismen gestellt haben. Was war ich überrascht herauszufinden, dass genau das der Fall war. Ich war ja auch darauf bedacht, mit größter Vorsicht auf dem Gipfel vorzugehen. Aber ohne die Warnung von Doki wäre ich vielleicht darauf hereingefallen. Das ist mein Ernst. Ich verstehe. Danke, Doki. Und auch dir muss ich danken. Entschuldige. Ich habe ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Hast du nicht? Oh, entschuldige bitte. Ich hätte mich längst vorstellen sollen. Mein Name ist Trikevalo. Was? Trikevalo? So ist es. Ein hübscher Name, wenn ich das selbst so sagen darf. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Doki, ist das der Trikevalo? Ja. Was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, er hat 3 Köpfe. Dann ist es tatsächlich der Trikevalo. Dieses gewalttätige Monster, das mit seinen 3 Köpfen alles verschlingt? Wie? Oh, was? Monster? Oh, da kriegt man ja Angst. Oder redest du etwa von mir? Das habe ich ja ganz vergessen. Teddy weiß doch nichts darüber. Oh, wie furchtbar. Ich bin doch gar nicht böse. Nicht wahr, Doki? Aber am besten erkläre ich es dir auch nochmal. Dann glaubst du mir vielleicht. Das wäre wirklich schön. Jo. Unbedingt. Ich blicke im Moment nämlich überhaupt nicht durch. Okay, dann hör bitte gut zu. Also... Oh, ich wollte gerade sagen, ich muss das nicht alles nochmal vorlesen, oder? Was? Kyurem? Wieso tut Kyurem sowas? Und in Wirklichkeit hast du Doki hergeholt, um unsere Welt zu retten? Stimmt das, Trikevalo? Wir wussten die ganze Zeit nicht, welche Aufgabe Doki hat. Aber jetzt ist es völlig klar, Doki ist hier, um die Welt der Pokémon zu retten. Ja, Doki ist ein Mensch. Und der Mensch wird nicht vom Kältekern beeinflusst, soweit meine Annahme. Aber der Kältekern wird von Kyurem, Somniam und ihren Schergen beschützt. Und sie alle zu bezwingen, um den Kältekern zu zerstören, ist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Und trotzdem müssen wir etwas unternehmen. Denn tun wir das nicht, geht die Welt zugrunde. Dann machen wir das auch. Wir müssen handeln. Doki, finden wir einen Weg, den Kältekern zu zerstören. Ich weiß, dass ich selbst dem Kältekern nicht besonders nahe kommen kann. Dass ich ihn vielleicht nicht zerstören kann. Aber ich kann Doki zumindest unterstützen. Und ich bin mir sicher, alle vom Team Pokepack werden das auch tun. Gehen wir zum Riesengletscher. Ja. Nach dem, was mir Doki bisher so erzählt hat, brauchen wir nach Daras und Psyanas Hilfe, um zum Riesengletscher zu gelangen. Deswegen waren wir beide auch auf dem Weg zum Pokémon-Paradies. Ja. Ich halte das auch für das Beste. Kehren wir zum Paradies zurück. Also dann. Brechen wir auf! Bist du sicher? Was mit deiner Verletzung? Dank der kurzen Pause geht es mir jetzt schon wieder richtig gut. Und je länger wir hier bleiben, desto eher holen uns unsere Verfolger ein. Ja, alles klar. Gehen wir. Okay. Oh. Ist das hier eine Wüste? Ja! Wenn wir zum Paradies zurück wollen, müssen wir durch. Die Hitze ist zwar erbarmungslos, aber für eine Wüste gibt es hier sehr viele Wasserstellen. Zu schlimm sollte die Reise also eigentlich nicht werden. Allerdings ist das hier ziemlich offenes Gelände. Das macht uns unseren Verfolgern leicht, uns zu entdecken. Verstanden. Also durchqueren wir die Wüste am besten so schnell wie möglich. Wir machen nicht vor Sonnenuntergang Rast. Okay. Beende ich jetzt schon den Part? Wäre ein bisschen kurz, der Part eigentlich, ne? Aber ist gerade eine gute Zeit. Ist gerade ein guter Zeitpunkt eigentlich, ne? Wir nehmen mal 4 Siedelbeeren weiterhin mit. 2 Pissefbeeren, das weg. 3 Top-Elixier dürfen auch reichen. Zack, zack, zack. So. Wir haben wieder ein Versammlungscape mehr, ne? Also Teddy ist wieder dabei, das heißt, wir können wieder ein Versammlungscape mehr mitnehmen. Und das gleich Teddy geben. Wir lassen unser Geld mal, falls wir einen Belebersam finden in dem Kekleon-Markt. Versammlungscape geben Teddy. Und tatsächlich würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Ist zwar ein bisschen kurzer Part, so prinzipiell, aber kommt. Warum denn nicht? Kann ich nicht hier speichern? Ich muss so speichern, ne? Speichern. Ja. Supi.
Uns fehlen noch zwei Bosse, ne, glaube ich. Hast du Freude, hast du genug Abenteuer? Mach mal eine Pause. 40 Minuten, nicht mal. Ja, zwei Gegner fehlen uns noch. Das heißt, ich schätze, da kommt Somnia mit rein. Würde ich jetzt mal schätzen. Und Kyurem. Denke ich mal. Oder? Würde ich mir jetzt so vorstellen können? Ja, doch. Ich denke schon. Auf jeden Fall gut. Das ist mit dieser Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!